So, hallo Freunde, gegen Aragorn. Oh, habe ich schon mal gegen ihn gespielt. Okay. Komm, ich mache wieder Französisch heute mal. Ich versuche noch mal irgendwann diese Leningrader noch mal aufs Brett zu kriegen. Oh, das könnte jetzt gelingen. Genau. Ich spiele mal den Springer raus, damit der Läufer so ein bisschen Kontrolle hier hat. Läufer D3, immer sowas hier. Die Grundidee ist, am Damenflügel zu spielen, ja? Läufer D7, A5, Springer hier, irgendwie sowas. Der Läufer wahrscheinlich zurückgehen oder hat das ziemlich oft genug sowas gesehen? Genau, jetzt A5, A4, A3 provozieren, damit ich dann A4 spielen kann und den Damenflügel hier diese weißen Felder festnageln kann, damit mein Springer dann hier über diese weißen Felder, respektive auch der andere Springer natürlich hier, da schön rein hüpfen können. Das ist der Grundplan. Muss ich aufpassen, ne? Also A4, Springer C3, greift den an. Okay. Läufer D7, Läufer C2, greift den ein drittes Mal an. Dann muss ich den Springer wegziehen. Und hierhin geht eben nicht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Dann muss ich erst so rum versuchen. So, was habe ich denn? Die Idee ist, wenn auf Läufer E7 kurz Rochade habe ich immer noch das Feld Dame E8, damit ich hier diesen Bauern decken kann und vielleicht mal den Läufern über B5 irgendwie befreien kann. Ja, ich entwickle mich jetzt erstmal weiter. Ich würde unglaublich gerne A4 spielen, ne? Aber ich glaube, es geht hier einfach nicht so richtig gut, weil der Bauer gefühlt in Gefahr ist. Und ich meine, klar, ich kann den Springer wegziehen hier nach B8 oder so, um den zu decken. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Springer soll ja aktiv, ich will ja aktiv spielen. Auf die weißen Felder hier irgendwie drauf. Und nicht hier irgendwie passiv hier unten irgendwie rumlümmeln. Ah, ich muss auch aufpassen auf den. Wenn ich den zu früh spiele, kann er auch den spielen. Ja? Dann erzwingt er hier eine Schwächung. G6, dann spielt er trotzdem den. Hat dann die schwarzen Felder und kommt dann hier rüber. Das kann aber ganz schnell im Übel enden. Also nach der Rochade. Ne? Vielleicht sollte ich den hier mal an überlegen. Nein, warte, jetzt kann ich. Nee, jetzt geht der A4 immer noch nicht. Muss ich G6 mal spielen? Oder H5, damit die Dame da nicht irgendwann mal auftaucht? Muss erstmal hier die Probleme am Damenflügel lösen. Vielleicht war Läufer E7 ungenau. Gehört der Springer auch hier hin? Naja, eigentlich nicht. Nee, in dem System will ich hier spielen. Wie kriege ich das hin?
Springer C4, kriege ich mal einen Tritt. Andererseits gehe ich dann wieder zurück und dann greift er den nicht mehr an. Das heißt, wenn ich dann A4 spiele, B4, Springer A7, mit der Idee Springer B5, und jetzt sofort den. Es macht alles keinen Sinn. Das harmoniert nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Also ich bin nicht in Gänze beglückt quasi. Vielleicht ist das System auch einfach nicht vollwertig wegen diesem Aufbau hier. Das kann natürlich sein. Soll ich jetzt erstmal einmal den spielen, um das hier ein bisschen rauszunehmen? Er spielt ihn ja trotzdem. Ja? Opfern, den Läufer aktivieren. Den kann ich zwar im Zweifelsfalle versuchen zu tauschen, aber dann ist der Verteidiger des Feldes D6 natürlich hier, das ist dieser Springer hier mal. Ne? Okay, A4 wäre der einzige logische, in Anführungsstrichen. Dann muss ich den Springer aber irgendwo hinstellen, wo er nicht hingehört. Nee, A4 habe ich gar kein gutes Gefühl, bei G6 auch nicht wirklich, aber komm, bevor ich jetzt hier in Zeitnot komme, und das Problem kann ich ja eh nicht lösen. Vielleicht war das der kritische Aufbau gegen dieses Leningrader System, ne? Mit F4 und den Springer nach F3 und den anderen dann nach E2, C3. Das könnte... Zwei gut stehende Springer, die sich nicht auf den Füßen stehen. Ja, das gefällt mir. Den. Okay. Welche Idee hat der denn? Vielleicht spiele ich jetzt noch den hier und den König über F8 nach G7. Habe ich nicht rochiert. Bin auf der H-Linie gegen irgendwelche Angriffe hier relativ gesichert. Könnte sogar mit dem E-Bauern zurückschlagen, ne? Dann ist hier auch alles. Der ist auch noch gedeckt. Na gut, H5 schwächt natürlich ein bisschen den G6. Das heißt, wenn er mit Dame C2, Springer H4 irgendwann, ne, vielleicht mal hier ein Opfer oder so starten kann. So, rein auf die Praxis setzen. So,
So, was passiert bei König F8? F5, den. Dann habe ich Dame E8, ne? Dann drohe ich wirklich den. Der ist gedeckt. Ja, H5 gefällt mir nicht. Ja, ich versuche den. So, jetzt habe ich das Feld frei. Jetzt kann ich gleich wirklich mal über A4 nachdenken. Erstmal gucken, was er jetzt noch für Ideen hat. Ich glaube, dieses E mal F ist deutlich, deutlich sicherer als G mal F. Dann hat er hier natürlich alle Linien offen. Ja, das macht keinen Sinn. So. Träumen darf man ja. Aber ist das realistisch? Ja, ich würde mal tippen, dass ein Computer hier wahrscheinlich schon plus 1,5 oder so anzeigt. Also irgendwie einen deutlichen Vorteil für Weiß. Aber für Menschen sicherlich nicht ganz so einfach. Oder für Nicht-Großmeister und so, ja. Gar nicht so einfach. Von daher sind eine schöne geschlossene Strukturen. Gefällt mir. Wow, er versucht zu öffnen. Ja. Okay, dann haben wir das mit dem Positionellen jetzt quasi hinter uns. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Den. Okay. H5. F5, der. Okay, das geht. Auf H5. Kommt erstmal H3, um den zu stabilisieren, um den hier weiterspielen zu können. Und dann hat er F5 durchgebracht. Und Optionen. Ich muss also sowieso hier hin. Ja? Bleibt die Frage. Ich glaube H5. H5 gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich gehe den König sofort hier hin. Lass den auf F5 stehen und dann spiele ich den. Und dann muss ich gucken, ob ich eine Form von Gegenspiel bekomme. Da steht mein König zu unsicher für. Ne, das glaube ich wird nicht reichen. Ja, hilft nichts. Komm. Erstmal aus der F-Linie raus, damit nach Öffnung der F-Linie nicht irgendwelche Einschläge auf G6 mal drohen. Tja, überzeugend ist anders, ne? Ah, geht der König schon weg? Ja, macht Sinn. Doch, jetzt, ich habe jetzt keine Alternativen mehr. Ich versuche, wäre natürlich ein Träumchen, ja, wenn ich den hier tauschen könnte, dass die schwarzen Felder, aber ja, bis ich da bin,
Weihnachten vorbei. Okay, ja, der sieht komisch aus, weil ich schlage ja sowieso nichts. Ich gehe tatsächlich einfach stumpf und stur hier rein und will mir den wegnehmen. Das wäre, dann wäre ich erstmal so ein Teilschritt näher. Glaube ich. Ich glaube, ich könnte zu langsam gewesen sein. Also, ich erkenne zumindest im Augenblick den Sinn noch nicht so richtig. Weil, ne, wenn er F5 spielt, er weiß ja gar nicht, ob der Turm hier oder hier besser steht. Ich öffne ja nicht. Und wenn ich nicht öffne, steht er auf G1 bestimmt nicht besser. Gefühlt. So. Er kann öffnen. Ich gehe rein. Ich meine, wenn ich den weggenommen habe, vielleicht in Zukunft, ja, dass ich auch mit dem Springer hier mal was drohen kann. Aber das ist natürlich sehr vage und ja, während hier mein Haus brennt, versuche ich hier mit so Feinheiten, das macht keinen Sinn nicht. Aber ich sehe jetzt leider eben auch nicht, wie er angreifen kann. Also auf den mache ich mir wenig Sorgen. Erstmal, wenn dann muss er auf E6 schlagen. So, und dann geht's schon los. Schlage ich mit dem Bauern zurück oder mit dem Läufer? Und im Augenblick hängt ja sogar der Turm. Wenn er vorzieht, ja, dann habe ich nur ein Feld. Und dann ist aber alles geschlossen. Dann spiele ich auf H4, H6. Dann kann ich auf Dame C2 Läufer E8 spielen. Ja, ja, ich nehme den raus. Boah, das ist ja... Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet, dass ich die Schwarzfelder nochmal so einigermaßen... kontrolliert bekomme. Will er mit der Dame hier? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Fühlt er nicht, weil auf den habe ich immer den. Es droht hier nie was, da nicht was. Muss er rein theoretisch, aber wenn er die Dame mal wegziehen würde. Sogar theoretisch auf Läufer A3 Geschichten, so taktische Sachen hier, dass ich hier auf C3 den Bauern gewinne oder die Figur zurückgewinne und dann einen Bauern gewonnen habe. Aber dann kommt hier wahrscheinlich dieses Opfer, ne? Ja, ja. Ah, obwohl, ne, eigentlich nicht. F6, okay. So. Der Nachteil ist natürlich, langfristig kriege ich weder den Läufer noch den Turm jemals wieder raus. Das könnte ganz im Übel enden. Aber im Augenblick habe ich jetzt keine... Obwohl, ich hätte die Alternative Läufer F6. Dame F6. So, dann ist hier noch eine Fesselung. Aber nein, jetzt hier muss ich in den sauren Apfel beißen. Bedauerlich, bedauerlich, bedauerlich.
immerhin, mein König ist jetzt einigermaßen safe. Wenn wir das mal positiv sehen wollen, die Ruine, die ich hier habe. Aber ich würde mal hier sagen, dass der Computer hier plus 5 oder gibt oder so. Mit Sicherheit. Das ist bestimmt einfach, weil es langfristig, ja, ich kriege die Puppen nicht raus. Das könnte ganz übel enden. Die einzige Chance auf Gegenspiel wäre jetzt Springer C4. Und wenn er den nimmt, mit dem Turm nehmen. Und dann B5, B4. Dass ich vielleicht den Läufer mal irgendwann wieder rauskriege. Und dann in einer Marathon-Aktion den König mal irgendwann wieder hier raus. Ja, damit der Turm. Eieieiei. Das kann nicht gut enden. Oh, wenn er mit H4 kommt, spiele ich dann H6, um das Schloss zu spielen. Also auf G5, H5 zu haben und auf H5 dann G5 zu haben. Aber dann kann er ja auch potenziell hier opfern. Ja, macht keinen Sinn. Also auf H4 dann lieber H5 spielen, weil ich mit dem Turm auf H5 schlagen kann. Bei G5 ist alles super abgeschlossen. Auch das Feld G5 dann für seinen Springer, für die Dame nicht mehr zugänglich. Das heißt, ich kriege meinen König vielleicht nach H7, um eventuell mal irgendwann irgendwas zu machen. Ja, es wird darauf hinauslaufen, dass ich diesen Bauern hier mobil machen muss und also ist der Turm mindestens ein bisschen aktiv. Dann drohe ich mal einmal den Läufer vielleicht sogar aus. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ne? Muss natürlich auch immer auf Dame C2 aufpassen, dass hier die Einschläge auf G6 vielleicht mal drohen. Kann ich noch abwehren? Noch geht's. Glaube ich zumindest. So, jetzt steht er dreimal drauf. Okay. Läufer G6. Schlecht. Turm schlecht, Läufer schlecht, dann hängt der Turm. Ne? Ah, natürlich ärgerlich. Komm auch. Läufer, 10, Turm, dann König hier hin, Turmverdopplung, Läufer F7, das hier abwehren. Ah, das ist alles so dünnes Eis hier, das kann alles von hinten nicht mehr klappen. Oh, was ein Desaster hier. Ah, ich spiele den, okay. So, wenn ich nehme, dann hat er immer auch den Hebel mit H5 und ich komme mit dem König nicht weg. Mir hier eine Schwäche andrehen zu lassen, ja, die fällt ja einfach vom Brett. Macht auch keinen Sinn.
zurückgehen, dann kommt der Läufer nicht raus. Er kann sogar mit dem Bauern schlagen, ne? Und dann sagen, komm, ich habe alle Zeit der Welt für Turm H1 und König hier irgendwie ganz in Ruhe die Dame noch rüber. Da komme ich ja gar nicht mehr raus. Also, das geht gar nicht. Da hilft nichts. Da muss ich zurück. Den Läufer raus. König zur Seite. Dann den Läufer wieder weg. Ach du Hermine, bis dahin bin ich dreimal matt. Eieiei. Das lief aber nicht gut hier. Ja. Ja, ich habe ist auch, ich sehe auch nichts mehr. Boah, was eine Vernichtung, ey. Eieiei, ich glaube, die Eröffnung ist doch nicht so gut. Dann gucken wir uns mal an. Ich bin mir sicher. Eieiei, die Eröffnung ist aber mal gründlich daneben gegangen. Mal gucken. So. So, F4. Den. So, Hauptzüge sind natürlich hier Dame B6, A5 Geschichten, ja, sowas, ne? Okay, der Plan mit dem Rausnehmen und Springer B6, ja, ist schon gespielt worden, aber ist von vornherein scheinbar nicht so wirklich gut, ja? Auf D3, A5, zurück. So, und jetzt die Frage, wenn ich irgendwann mal A4 spiele, der. So. Ob jetzt oder später oder wie auch immer, wir können ja nochmal eben ein, zwei Züge machen. Irgendwann nimmt er den vielleicht. Dann habe ich diesen Zwischenzug, weil der mit Schach ist. Und ansonsten kann ich jetzt hier schlagen. Okay. Ja, das wäre noch so eine Notlüge. Die hätte ich vielleicht in der Partie auch noch gehabt. Ja, will gleich mal gucken. Läufer D7, auch gerade. Läufer E7, Springer C3, G6, D3. Ja, spätestens hier mal A4 probieren. Ne? Jetzt hätte er ja hier immerhin ein Tempo verloren mit dem. Aber wenn ich jetzt den spiele. Okay, dann hofft man, dass ich, weil ich nicht matt gegangen bin, dass man hier die Dame tauscht, um das Endspiel dann wieder entsprechend, ja, möglichst schnell und gegen diesen schlechten Läufer und so. Ja, das würde ich noch im Ansatz verstehen. Die Idee kam ja gar nicht in der Partie. Verdammt, warum nicht? Okay, mein Plan, ja, G4, starker Zug. König, oh, wir sind schon bei plus 5 gleich angekommen, ja. König F2 war einfach nicht gut. Hier ist H5 nochmal eine Option. Ich dachte, der macht immer den hier. Aber wahrscheinlich jetzt, weil der König hier so komisch steht. Jetzt sagt die Engine hier so komische Sachen wie den hier. Was ist das denn? Ach so, Fesselung. Ja, damit mache ich den Weg für meine Dame frei. Ah. Dann sind wir ja mittendrin, stand nur dabei. Das hätte mir aber gefallen können. Okay, ich habe eine Figur weniger, aber ich bin so ein bisschen am Drücker. Bestimmt besser als das, was ich in der Partie gemacht habe. Okay, hier ist die Hoffnung. Ja,
Ihr seht, wir haben beide ganz schön rumgeblandert, ja, aber wir hatten immerhin Pläne, aber die Engine sagt, die Pläne waren nicht gut. Aber gut, so ist es halt. Springer A5 wollt ihr jetzt auch nicht sehen. Wieder, aber der macht doch gar keinen Sinn jetzt, oder? Achso, jetzt geht H4 wieder nicht, weil der immer mit Schach und so fällt. Ne? Ja, ist alles. Ja, König F2 war vielleicht ein bisschen optimistisch von ihm, ja. Okay, aber der war nicht gut. F5, der. Ach. Ich dachte, das wäre ganz gut, hier mal diesen schwarzfeldigen Läufer hier mal rauszunehmen. Damit der nicht hier auch noch mitwirkt. Eieiei. Aber. Ja. Und hier F6 spielen. Um nicht direkt eingetütet zu werden, ne? Auf den. Ja, plus 5. Ich hab's geahnt. Ich komme einfach mit keiner Figur mehr raus. A4, ja. Das beschleunigt die Sache, aber die ja, Partie ist verloren, ja. War schlechte Strategie. Schlechte Eröffnung. Dazu noch eine schlechte Strategie. Dann kann man sich da als Gegner auch mal so ein, zwei Ungenaue leisten. Weil, ne? Einfach dieser Angriff weiterhin hier ist. Wahrscheinlich geht der auch schon, ne? Oh, der ist sogar direkt matt. Oh, mein Gott, Computer, ne? Die sehen dort innerhalb von Bruchteilen. Kriegt er den Turm für umsonst? Das ist zwar ein Turm weniger, aber ich kann mich hier nicht verteidigen. Das ist ein Elend. So, Läufer G7 geht nicht wegen Dame H5. Und der geht nicht wegen dem. Ja, okay, hatten wir geahnt. Ne? Das Turm G5 nicht der beste. Na gut, aber er ist immer noch völlig hinüber. Ich kann hier nichts machen. Ja, ich kann hier einfach nichts machen. Ja, dann muss ich gegen dieses F4 diesen Leningrad echt beerdigen. Ja, das ist natürlich traurig. Mal gucken auf dieses Läufer D3. Springer E2. Klar, ich kann F6 spielen, das ist die normale Haupttheorie, die kenne ich auch. Aber ich wollte ja dieses Läufer B6 probieren. Und nach dem jetzt, und dann den, und dann sind wir wieder in der gleichen Struktur, ne? Mal gucken, ob das hier irgendwie eine praktische Auswirkungen hat, wenn ich jetzt hier normale Züge mache, kommt etwas R zu dem, ja, aber immer noch gut für Weiß, ja. Nee, ich glaube, dann ist dieses Leningrader System tatsächlich nicht mehr so richtig gut spielbar. Ich muss mich da wahrscheinlich noch mal reinfuchsen, ob es da irgendwelche Reihenfolgen gibt oder so. Aber, ne? Ohne Buch und ohne alles, nur aus dem Kopf mit Ideen spielen, ist alles. Dann geht es eben auch mal schief. Da habt ihr wenigstens für Weiß was gehabt, wie ihr da gegen diese Leningrader spielen könnt. Ne? Von daher auch hoffentlich ein Lerneffekt für euch. In dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.